Hallo liebe Leute und willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon Grün und es geht. Toll, ich hätte mich dran vorbeischleichen können, verdammt! Ist die blind oder so? Egal, wagen wir uns den Kampf gegen die Göre. Wie kannst du es wagen, mich einfach zu... Ich kann das Wort nicht übersetzen. Zu, überfallen. Oder so. Naja, sie schicken Mauzi auf uns. Auch wie drollig. Okay, Ravenite, dass wir es auch wohin kriegen. Ein schwaches Mauzi, welches hoffentlich nicht mit Geld um sich schmeißt. Wobei ich auch sagen muss, dass ich mein Mauzi, was ich ja gefangen habe, im Offscreen-Level, dass ich das auch schon ein bisschen hochgelevelt habe, weil ich eigentlich gedacht habe, dass ich das vielleicht gebrauchen könnte. Allerdings habe ich dann erstmal gedacht, nee, das ist erstmal, ich werde mich erstmal auf diese Pokémon hier spezialisieren und wenn ich es nochmal brauche, ich werde sowieso vielleicht noch weiterentwickeln, werde ich mal gucken, je nachdem, was Ryuk dazu sagt. Naja, egal. Nein, du bist mir zu viel. Och, dann heul nicht rum. Okay, so, wir müssen eigentlich gleich da sein, wie es aussieht. Hier ist Wasser. Ich kann aber noch nicht surfen. Okay, ich habe ein bisschen Angst. Ich will mal gucken, was... Ah, hier ist ein Pokémon-Center. Okay, sowas nehme ich gerne. So, heile mich. Oder heile meine Pokémon, eher gesagt. Denn ihr müsst weiter fit bleiben, sonst habe ich ein Problem. Na, wie dem auch sei. So. Wenigstens habe ich jetzt erstmal keine großen Probleme. Ah, ich verkaufe ein nutzloses Nugget für 5000 Poké-Dollar. Okay. Ein nutzloses Nugget für 5000? Das ist ein bisschen viel für nutzlos. Die Element-Typen der Pokémon machen sie stärker als manch andere Typen und schwächer als andere. Ja, wie auch immer. Na gut, ich kann hier mal auf den PC gehen, um euch das mal kurz zu zeigen, jetzt wo wir hier sind. Nämlich habe ich hier im Pokémon, also bei Bild Pokémon, bei Bild Pokémon Lagerungssystem, was für ein Wort. Ja, die Möglichkeit, uns auch die Pokémon anzusehen. Ich habe hier auf jeden Fall, okay, das sind die Pokémon, die ich gerade dabei habe. Ja, ich weiß, okay, ja, genau, ich habe hier einen Sela, also eine Abra, Sela und Ryuk, also das Mauzi habe ich auch schon auf Level 22 hochgelevelt. Weil ich dachte, das kann nicht schaden eigentlich. Aber das Abra sollte ich ja so lassen, weil ich werde mir später ja auch noch ein spezielles Kadabra fangen, welches ja auch noch benannt werden soll. Aber wie gesagt, ich finde es ein bisschen schade, dass Abra, der Teleport von Abra nicht allzu viel bringt. Was ich echt schade finde. Ja, aber gut. Immerhin, ich bin froh, dass ich es überhaupt fangen konnte. Ich könnte hier theoretisch abkürzen. Weil da drüben ist nämlich auf jeden Fall der Felstunnel. Wobei, jetzt will ich mal kurz gucken. Genau, die Karte. Will mal kurz gucken. Ah, ich bin kurz vor Lavandia. Wuhu! Okay, also muss ich nicht in diesen... Ah, hier ist der Pokémon-Turm. Der wird ja auch eingezeichnet, okay. Da muss ich also nicht... gezwungenermaßen durch diesen Felstunnel. Ich weiß nur, dass diese Göre mir hier im Weg steht, aber ich kann die auch umgehen. Okay. Ja, das ist der Felstunnel. Und das müsste theoretisch wirklich der dunkle Tunnel sein. Yep, ich sehe nicht mal die Hand vor Augen. Ich sehe nur Umrisse. Aber theoretisch könnte ich ja sogar durchkommen, sehe ich gerade. Das wäre, glaube ich, auf einem normalen Game Boy oder Game Boy Color gar nicht möglich. Weil man da wirklich nur schwarz sieht, meine ich. Aber hier auf dem Super Game Boy haben die das anders gemacht. Oder ist das einfach jetzt irgendwie ein kleiner Fehler des Super Game Boys? Ich weiß es nicht. Nein, ich wollte nicht kämpfen. Ah, ist sowieso nur zu watt. Eines dieser schönen Blutsauger. Jetzt haben wir sogar Level 18. Ach, stör mich nicht weiter. Ich hau ab. Ach, Gott sei Dank. Okay, dann werde ich jetzt erstmal hier wieder rausgehen, weil... Nee, das tue ich mir jetzt nicht an. So, Görchen, du bist die Nächste. Ich bin zu einer Pokémon-Arena ein paar Mal gewesen. Aber ich habe jedes Mal verloren. Gegen mich wirst du auch verlieren, Fräulein. Das wirst du schon sehen. Naja, mal schauen, was sie denn hat. Ein Pikachu? Scheiße! Das kann ich nicht machen. Nein, Rafe, nein, du wirst mir nicht wegsterben. Wobei... Ich setze NB Hawk ein. Du wirst... Ich sag ja, die wird gegen mich auch verlieren. Ja, und sie sieht gerade selber. Das bringt nicht viel. Okay. Lebe wohl, Pikachu.
Das war's. Das kommt davon, wenn du dich mit mir anlegst, mit Elektro-Pokémon und meinen Vogelfiecher hier beseitigen willst. Oh, ein Pipi. Ein Pipi. Auch wie drollig. Tut mir leid, Pipi, aber ich muss dich auch besiegen. Ja, so leid es mir tut. Aber ich muss gewinnen. Ich muss weiterkommen und ich brauche das Geld und die Erfahrungspunkte. Ja, weibliche Trainerin besiegt Junior-Trainerin. Oh, schon wieder. Verbasselt. Und dafür kriegen wir wenigstens wieder Geld. Naja, dennoch, wenn wir sowieso bald bei Lavandia sind, dürfte es ja eigentlich richtig lustig werden. Ah, die Stadt Lavandia. Sehr tolle Erinnerungen sind eigentlich an dieser Stadt gebunden, wobei auch viele Mythen und ich komme so da noch nicht hin. Okay. Komme ich überhaupt nach Lavandia? Ich wage es bald zu bezweifeln, es sei denn, ich kann diesen Felstunnel durchqueren. Wisst ihr was? Ich wage mich mal durch diesen dunklen Felstunnel. Ich meine, Trainerkämpfe kann ich jetzt nicht vermeiden. Aber ich kann immerhin sehen, wo Leitern und so sind. Ich versuche das jetzt einfach mal. Ich meine, wäre ich der Erste, wenn ich das jetzt... Also, es würde mich mal interessieren. Diejenigen, die wirklich dieses Spiel als Let's Play schon bei anderen Let's Playern gesehen haben. Bin ich der Erste, der es wirklich bringt, hier im Dunkeln durchzuwandern? Bin ich es? Wenn ich es schaffe, dann wäre das echt mal geil. Ja, nur wie gesagt, der Nachteil ist, ich kann leider... Genau, Trainerkämpfe nicht meinen. Kämpfe! Fertig! Los! Ah ne, Pokémon-Kampf! Fertig! Los! Ach, ein Wissenschaftler! Oder Pokémaniac! Auch gut, und er hat ein... Oh, Dragosso, scheiße, was habe ich noch drin? Ach, Ravenite! Wobei, das dürfte doch eigentlich noch gehen. Bodenattacken haben keine Wirkung. Wobei, es kann nicht nur Bodenattacken. Egal, ich versuche es mal. Ob ich mit Ravenite hier viel ausrichten kann, das hat eine gute Verteidigung, verdammt. Egal, ich versuche es trotzdem noch. Weil mit ein paar Angriffen müsste das, Dragosso eigentlich bald erledigt sein. Aber man merkt schon, es will mich hier auf jeden Fall leiden lassen. Bone Club, Knochenclub, wie war es nochmal im Deutschen? da bin ich jetzt gerade echt am überlegen, Knochenschlag, irgendwie sowas in der Richtung. Ich weiß gerade echt nicht mehr. Das ist eine der Attacken, die mir echt komplett entfallen sind. Ah ja, ein, sag schon. Mann, ein Fleckmon. Wieso kam ich jetzt nicht auf den Namen? Okay, Liz, du wirst jetzt mal in den Kampf geschickt gegen dieses lahme Fleckmon. Ach sowieso, scheiße, Moment, das kann auch Psycho-Attacken, egal. Einschlafen sollte. Aber mit Drachenheben müsste es eigentlich erledigt sein. Okay. Nein, du machst es nicht. Nein. Okay. Das ist jetzt ein Kampf der Schwächen. Aber gut. Gott sei Dank ist Liz in der zweiten Entwicklung und dadurch auch etwas besser. Also etwas stärker in der Verteidigung. Naja. Game over, ja. Du sagst es. Okay. Wen könnt ihr denn noch... Ah, genau. Wiggle, du könntest auch bei mir was tun. Was haben wir denn eigentlich hier? Okay, hier haben wir gar nichts. Noch nicht mal ein Pokéball oder sowas versteckt? Egal. Ich frage mich ja sowieso, welcher Verrückte eigentlich überhaupt hier wagen würde, jetzt Marshallow. Moment, sollte ich das fangen? War es nicht irgendwie so? Nee, Marshallow habe ich nicht drauf. Schade. Wobei, ich kann es trotzdem fangen, aber dann halt ohne Namen, dann habe ich es wenigstens. Ja, Marshallow wird leider nicht belegt. Ich versuche mal Konfusion. Okay, das war zu viel. Scheiße. Na gut. Egal. Ich werde wahrscheinlich noch ein Marshallow hier treffen. Früher oder später. Oder ein Onix, das habe ich auch noch nicht. Wobei, Moment, Onix? Ja, zu Onix sollte sogar besetzt werden mit Namen. Genau, da war doch was. Okay, wir mal gucken, wie viel Konfusion macht. Die sind alle zu schwach. Oder ich bin zu stark, sagen wir es mal so. Ich meine, ich hätte mit Tackle angreifen können, aber das zieht, glaube ich, fast gar nichts ab. Und Zubat. Ah, ich liebe ja diese Blutsauger. Okay, Wriggle, dann zeig mal, was du kannst. Wobei, ich weiß auf jeden Fall, wie ich das nächste Mal gegen den Onix, angehe. Okay, Käfer gegen Käfer bringt nicht viel. Ja, das fand ich ja mittlerweile Gott sei Dank auch, dass Blutsauger eine Käferangriff-Attacke ist. Da bin ich auch froh drüber. So. Dann wollen wir mal schauen. Hier wäre eine Leiter.
Aber erstmal muss ich wieder gegen einen Zubat kämpfen. Ah, schreckliche Viecher, muss ich schon sagen. Okay, ja komm, Konfusion. Das zieht am meisten ab. Na, ja, ist kritisch und auch noch sehr effektiv, also... Oh je. Das sieht mir jetzt sehr böse aus. Ach ja, da haben wir schon wieder mal Schollo. Okay, mal gucken, ob ich es mit Tangle vielleicht kriege. Diesmal mache ich es aber nicht so bescheuert und setze wirklich nochmal Konfusion ein gegen einmal Schollo. Karateschlag. Und dann auch noch kritisch. Schlag doch nicht so brutal auf dieses Wriggle. Ich glaube, Feine Messenger wird mir das übel nehmen. Wenn das Vieh so weiterschlägt. Wo ist da? 24 habe ich noch, okay? Dürfte auf jeden Fall erstmal ausreichen. Und wir haben einmal Schollo. Perfekt. Naja, schade, dass ich es nicht benennen kann. Finde ich echt schade. Nee, ich habe die Namen anders verplant und für Mascholo hat sich leider keiner gemeldet. Absolut nicht. Dann wird's einfach mal auf den PC gesetzt. Okay. Ja gut, ich muss hier links. Ach, scheiße. Aber ich habe gerade das Ausrufezeichen sehen können. Ich habe Pokémon gezogen, als sie zu Hause war. Gezogen? Heißt das, du hast einen Mirapla oder sowas? Nein, ein Fleckmon? Hä? Das ergibt keinen Sinn gerade. Na, wie auch immer. Jetzt frage ich mich nur gerade, wie viel Psycho gegen Psycho bringt. Psycho gegen Psycho schwächt sich doch gegenseitig aus, oder? Nein, das ist nicht sehr effektiv. Das ist auch nicht sehr effektiv. Obwohl, scheiße. Okay, ich mach mal Tackle. Ansonsten muss ich gleich... Okay, ich wechsle. Ich wechsle definitiv. Heras, genau. Auch wenn das jetzt in dem Fall scheiße ist, weil... Konfusion, ja! Genau, meine Schwäche ist, also die von Heras hier. Oh, jetzt ist gut. Okay, Zeit für den Rankenhieb. Wird Zeit, dass Heras mal Rasierblatt lernt. Auf der Attacke warte ich auch schon ein bisschen. Jetzt ist aber wirklich gut. Okay, ich merke schon. Heras, du hast nicht so eine gute Verteidigung, wie ich eigentlich gehofft habe. Also da ist Liz schon wesentlich effektiver und irgendwas passt da nicht. Heras, du bist Mann. Liz ist eine Frau. Warum bist du schwächer? Sag ich jetzt einfach mal. Naja. Puh, ich bin erschüttert. Ja, solltest du auch sein. Ich werde mal gucken, wen ich jetzt einsetze. Ich glaube, Masa könnte ich mal wieder einsetzen. Den könnte ich auch noch ein bisschen hochstufen. Oder ich kämpfe einfach mal gegen ein Zubat. Oh je. Aber das Onix will ich auf jeden Fall noch fangen, wenn ich eins finde. Und wenn ich es denn kriege. Na, Spiegeltricke. Ich könnte ja... Obwohl, ich bin sowieso schneller. Also, bye bye, Zubat. Wenn es denn ausreicht. Nee, reicht nicht ganz. Und ich werde gebissen. Nee, es wird nicht mehr Blut gesaugt. Okay, irgendwas stimmt hier nicht. So, Furienschlag und besiegt. Okay, welchen Weg jetzt? Ich glaube, oben geht's eigentlich lang. Ein Kleinstein. Will leider auch keiner sein, aber trotzdem werde ich mir fangen. Wenn ich's denn kriege. Ich mach mal Spiegeltrick. Ja gut, bringt jetzt gerade nichts. Wobei, scheiße. Komm, ich mach nochmal Spiegeltrick. Okay, das macht mehr Schaden? Wo ist denn da bitte der Sinn? Ich mein... Okay, das mache ich jetzt nicht. Wie viel bringt Schnabel jetzt eigentlich? Okay, ist noch weniger effektiv. Ja, jetzt steigt natürlich seine Verteidigung, ist ja auch klar. Das war nicht geplant. Okay, schade um das schöne Kleinstein. Aber dennoch will ich jetzt gucken, was hier überhaupt links ist. Okay, eine Sackgasse. Also war ja doch da oben der Weg, der richtige. Aber erstmal muss ich nochmal gegen dieses Kleinstein kämpfen. Diesmal ist es Level 18. Okay, Zeit für den Schnabel. Gib mir den Schnabel und zwar so richtig. Okay, ich glaube, das kann dauern. Gegen dieses Kleinstein hier. Ich frage mich ja sowieso, wie lange ich brauche, bis ich durch diese Höhle hier durch bin. Durch diesen verdammten Felstunnel, der ja sehr dunkel ist, dadurch, dass ich keinen Blitz habe. Ah. Moment, das mache ich jetzt mal Spiegeltrick. Okay, das macht genauso wenig. Scheiße. Ich versuch's noch einmal mit Schnabel.
Okay, es tackelt diesmal. Ich versuch's mal im Pokéball zu werfen jetzt. Damit ich das wenigstens noch schaffe. Hoffentlich habe ich auch Glück. Ja, das reicht. Kleinschon ist gefangen. Ein Problem weniger, Leute. Na also. Haben wir das auch schon mal? Okay, Leute. Ich würde sagen, dadurch, dass ich diesen Kleinschon jetzt gefangen habe und schon bei 15 Minuten bin, werde ich dieses Video jetzt auch beenden, liebe Leute. Also, wir werden beim nächsten Mal durch diesen dunklen Fates-Tunnel weiterwandern. In der Hoffnung, hier auch noch einen Ausgang zu finden. Also, Leute, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.